Hallo und herzlich willkommen auf dem Fahrradkanal. Ja, dieses Mal, liebe Zuschauer, habe ich mich dem Thema gewidmet, wie kann ich die Zeltsaison ein bisschen früher oder ein bisschen länger hinausziehen, also früher beginnen im Jahr, also wenn man im Februar, März oder sagen wir mal März oder bis Oktober vielleicht nochmal zelten möchte auf einer Fahrradtour, dann ist es ja doch morgens oder in der Nacht so meistens ab morgens früh, so um 2-3 Uhr morgens wird es ziemlich kalt, dann ist es ausgekühlt, obwohl es tagsüber noch recht schön, angenehm und warm war. Ja, und aus diesem Grund habe ich mir mal im Netz bzw. auf YouTube so einige Videos angeschaut zum Thema Zeltheizung. Ja, und dabei bin ich auf diese Nova Hochsitzheizung gestoßen. Die fand ich eigentlich recht beeindruckend, die auch mehrere YouTuber vorgestellt haben. Da gibt es dann auch den Nachbau, weil die Nova Hochsitzheizung, so heißt sie eigentlich, oder zumindest wird sie so unter dem oder beziehungsweise in dem Nova Naturshop so verkauft. Unter der Bezeichnung Hochsitzheizung. Ich werde euch natürlich dazu noch einen Link unter dem Video entsprechend drunter einfügen. Da könnt ihr euch die natürlich dann auch anschauen, wer die denn haben möchte. Aber ich fand die Nachbauten doch sehr gut, beziehungsweise sehr interessant und hat mich dann, da ich ja auch ein Bastler bin, dazu inspiriert, mal so ein Ding zu bauen oder beziehungsweise das vielleicht auch noch ein bisschen zu verbessern. Ja, wie ihr seht, das sind so hier die entsprechenden drei Stufen, die ich so bezüglich des Nachbauens durchbaut habe oder durchgangen habe, von links nach rechts. Mit dem hier habe ich hier eigentlich angefangen und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht findest du ja im Internet auf eBay oder Amazon vielleicht auch was Fertiges, was vielleicht auch interessant ist, vielleicht auch für euch, wer jetzt keine Lust hat, großartig was selber zu bauen. Das gibt es, oder ich habe es hier über eBay, gibt es auch bei Amazon, wie vieles natürlich, ne? Ich habe das allerdings auch ein bisschen modifiziert und verbessert. Ja, und zum guten Schluss fand ich eigentlich die dritte Version, die ich mir dann habe einfallen lassen, die fand ich eigentlich dann noch besser. Die Idee kam mir, meistens muss ich mal eine Nacht drüber schlafen, dann kommen mir immer ganz gute Ideen. Und was hier dran besonders ist, das werde ich euch dann gleich im Video natürlich noch zeigen. So, okay. Jetzt wollen wir erstmal mit dem ganz linken Teil hier anfangen. Dazu werden wir uns dem jetzt erstmal ganz speziell widmen. Ja, im Gegensatz zu dem Nova Hochsitzheizung habe ich kein 120er Rohr genommen, sondern diese Version ist hier mit einem Außendurchmesser von 100 mm. Damit man auch Gewicht sparen kann, ist hier dann auch ein dünneres Aluminiumrohr. Ich hoffe, das kann man jetzt mal hier sehen. Ich habe die Version allerdings auch noch verlängert mit einer Muffe. Dazu sage ich gleich auch noch mal, warum. Also ihr seht, das ist, glaube ich, ein 2 mm dickes Alurohr von 200 mm Höhe. Weil man sieht hier an dem Ring ungefähr, wo die Originalhöhe von dem
Alu-Rohr ist. Ich hoffe, weiß gar nicht, ob man das jetzt so sehen kann hier. Also hier sind es 200 Millimeter. Und ja, ich habe das Ganze dann ausprobiert und kam zu dem Schluss, dass man das mit der Muffe hier noch ganz gut verlängern kann. Dadurch ist das jetzt eine Gesamthöhe von 225 Millimeter. Und das hat den Vorteil, dass dies eigentlich ein Turboofen ist. Es war so, als ich den Testbetrieb gemacht habe, dass hier sogar im Deckel das richtig rot glühend war. Also da muss man ganz schön aufpassen, wenn man das hier mit dem Deckel betreiben will, wird das ganz schön heiß. Also das ist eigentlich eine Version, die man ohne dem Deckel sehr gut betreiben kann. Ja, was ist da dran jetzt die Besonderheit im Gegensatz zu dem Nova, dem Original? Also ich habe jetzt hier unten mir ein Standkreuz gemacht, damit das erstens mal ein bisschen sicherer steht und gegen Verkippeln gesichert ist. Die Stücke sind so 200 mm lang. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Natürlich diese Belüftungs- oder Lüftungsstutzen hier, die gibt es standardmäßig bei eBay oder auch Amazon. Ja, bei Amazon sind sie immer ein bisschen teurer. Oder erst ab einem Bestellwert von 29 Euro. Ihr wisst ja, die Spielchen kennen wir. So, also wie gesagt, hier habe ich dieses Kreuz drunter gebaut. Das hat den Vorteil, dass es eben erstmal viel sicherer steht, wackelt nicht. Also, ich sag mal so, meistens hat man ja beim Zelten nicht immer gerade einen ebenen Boden, so wie hier. Und ich finde, dann ist Standsicherheit eigentlich ein wichtiger Faktor. Ja, ihr seht, ich habe dann auch mittels Schräubchen hier entsprechend Füßchen gebaut. Die habe ich dann hier drunter geschraubt, um auch das unterschiedliche Höhenniveau hier von dem Profil, wenn das über Kreuz ist, müsste man sonst das kröpfen. Ich denke, die Schlosser unter euch werden, die da ein bisschen Metallfacharbeiter sind, die werden wissen, was ich meine. Ja, und jetzt kommen wir. Ach ja, dann habe ich hier noch, ich glaube, das sind, weiß jetzt gar nicht, 8 oder 6 mm Bohrungen gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 an der Zahl müssten es sein, genau. Und ich habe hier Flügelschrauben. Das sind noch nicht die endgültigen, die habe ich jetzt mal provisorisch gebaut, weil die kommen die Tage noch. Und dann werden die ausgetauscht. Ja, ach ja, hier dann noch die Versenkung der Schrauben mit einem Durchschlag kann man die senken. Wenn man dagegen eine Mutter hält, dann kann man die schön in der Tiefe versenken, sodass das dann hier mit dem Rohr auch bündig und ohne zu stören nicht übersteht. Also es sind alles M5-Schrauben habe ich das hier, glaube ich, mitgebaut. Von daher, ja gut, man kann es auch mit M4 machen, denn es hat ja jetzt auch nicht wirklich so viel zu tragen. Von daher bleibt das letztendlich euch überlassen. So, jetzt kommen wir hier zum inneren Teil. Wie gesagt, ich habe hier die Flügelschrauben gemacht, damit das auch mal hier ein bisschen standfester ist. Denn wenn ich mir schon die Mühe mache, hier ein entsprechendes Kreuzchen zur besseren Stabilität zu bauen, dann muss man auch gucken, dass hier der obere Teil entsprechend besser verbunden ist mit dem Ganzen. Dazu habe ich hier drei Flügelschrauben dran gemacht. Das kann man dann so abnehmen. Das ganze Rohr und ihr seht, hier ist dann die entsprechende Brennpaste dran und ja,
Zeige euch mal, was ich noch gemacht habe. Also normalerweise ist der Kragen hier entsprechend, mal gucken, wie hoch ist er, mal eben messen, circa 30 Millimeter ist der hoch. Von daher habe ich den hier ein bisschen an dem Original Lüftungs Einsatz ein bisschen kürzer gemacht, weil das jetzt hier allerdings ein 80er Lüftungsstutzen war, habe ich den hier ein bisschen entsprechend umgebogen und habe die, wie gesagt, eingeschlitzt hier. Wie man sieht, sind Schlitze gemacht, damit das Ganze hier auf die Roundabout, das sind so 83 mm, ist diese Brennpaste hier. Die müsst ihr euch dann natürlich besorgen. Ist relativ sicher im Gegensatz zu Spiritus oder alle anderen flüssigen Brennstoffe. Das ist so eine cremige, zähe Flüssigkeit. Von daher kann man die schlecht verschützen, wenn man mal aus Versehen dagegen stößt. Ja, wie gesagt, ich habe das hier ein bisschen, wie gesagt, gekröpft hier. Seht ihr das? Umgebogen und dann wieder hochgebogen, geschlitzt natürlich vorher, weil das, wie gesagt, sonst ein Originaldurchmesser hier von 80 roundabout, ja, 80 Zentimeter hat. Und dann würde ja hier dieser Topf so nicht reinpassen. Entsprechend habe ich das dann, wie gesagt, hier umgebogen und mit der Blechschere dann abgeschnitten, abgekürzt, so dass man hier ein paar, na, ist gar nicht so viel, 1,5 Zentimeter ungefähr, genau, wenn ich das jetzt hier so von innen messe, 1,5 Zentimeter, ein bisschen mehr muss man natürlich machen. Man kann auch 2 Zentimeter machen, damit man dann hier noch ein bisschen was zum Umbörteln hat, denn den Blechrand, der dann oben übrig ist, der wäre sehr scharfkantig, was mich hier auch schon so ein bisschen im Originalzustand stört, aber das geht noch. Aber wenn man das denn hier mit der Blechschere gekürzt hat, dann habe ich die hier so ein bisschen umgebogen, so dass das dann hier entsprechend, nicht mehr so scharf ist hier oben. Genau, so, und dann biegt man sich diesen Rand so hin, dass das hier die Brennpaste schön reinpasst, ein bisschen auf Spannung ist, kann man hier auch noch so ein bisschen dann nachbiegen, dann ist die schön fixiert, klappert nicht, kann nicht wegrutschen und man kann diese Laschen bzw. diesen Rand hier, den man umgebördelt hat, den kann man dann, wie gesagt, zum Klemmen eben benutzen, so dass man dann hier von außen mit der Flügelschraube da drauf auf diese Fläche entsprechend die Schraube drückt. Hier dann auf diese Ränder, die man hier umgebörtelt hat und nicht nur auf die Dose, weil das Ganze darf man auch nicht zu feste anziehen, sonst zerquetscht man die Dose sehr schnell und das wollen wir nicht. Also ganz leicht nur so handfest ist schon fast übertrieben. Also nur so ganz locker anzieht. So, und dann sieht man auch, dass man unten am Boden um die Brennpaste drumherum am besten so ein bisschen gleichmäßigen Rand hat. Ja, dann kommt hier mehr oder weniger der Deckel drauf, so man denn will. Also wie gesagt, diese Version hier, die ist jetzt recht hoch. Die ist jetzt insgesamt, wie ich schon vorhin sagte, 250 Zentimeter hoch. Das hat natürlich den Vorteil, der Kamineffekt ist sehr stark. Und dadurch saugt hier durch die Löcher und auch von unten, das ist ja auch so ein bisschen der Trick an der ganzen Sache, hier diese Lüftungsschlitze, so dass hier von unten die Luft eintreten kann, zusätzlich hier über diese 6 Bohrungen.
die Brennpaste dann so ein bisschen von selbst den Saugeffekt von unten nach oben, die warme Luft steigt immer nach oben und saugt von unten dann die kalte Luft an. Je mehr das ist dieser Kamineffekt, der dann nach oben die warme Luft transportiert, entsteht, desto mehr kommt natürlich auch Sauerstoff an die Flamme. Und wer so einen Schweißbrenner kennt oder so eine Bunsenbrennerlampe, die man mit so einer Propangaskartusche betreiben kann, die Düse, die man da sieht, ne, die Flamme ist dann blau. Und eine große Hitzeentwicklung entsteht nur dadurch, weil diese Düse eben dafür sorgt, dass frische Luft angesaugt wird und dadurch ist der Sauerstoffgehalt höher und damit brennt die Flamme dann eben heißer. Nur so kommt man eben auf die höhere Temperatur der Flamme. Bei einem Schweißbrenner macht man das anders, da führt man dann separat über eine extra Sauerstoffflasche, reinen Sauerstoff hinzu, der die Flamme dann natürlich noch viel intensiver zum Brennen bringt. Also eine Flamme braucht Sauerstoff, damit sie brennen kann. Kennen wir alle, wenn wir eine Kerze irgendwo hinstellen und stülpen ein Glas drüber, dann geht die Flamme irgendwann aus. Warum geht sie aus? Weil natürlich kein Sauerstoff irgendwann mehr vorhanden ist, der ist dann verbraucht und die Flamme geht von alleine aus. Ja, wie gesagt, das ist diese Version hier. Das ist der erste Versuch. Den Nachbau, den habe ich, wie gesagt, auch ausprobiert. Und also wer eine sehr heiße Flamme braucht, ist mit dieser Version, sagen wir mal, sehr gut bedient. Also die werde ich natürlich nachher noch euch auch im Betrieb zeigen. Aber erstmal wollte ich alle Modelle so ein bisschen mal kurz vorstellen. Ja, das war mein erster Nachbauversuch. Jetzt kommen wir zu der Fertigversion. Das ist jetzt eigentlich, beziehungsweise ist eigentlich auch nicht eine ganz nur fertige Version. Zumal ich diesen Ofen bei eBay gekauft habe, fertig. Ich wollte euch aber zeigen, wie der Ofen kompakt ankommt, wie er geliefert wird. Das sieht dann so aus, ist recht schmal. Ich sag euch mal, wie viel Zentimeter das so ist. Das sind jetzt hier. Ja, es sind 38 mm, die Griffe jetzt mal nicht mitgerechnet, 37, 38 mm, auf den Millimeter habe ich das jetzt nicht, wie gesagt, hier sind dann so ein paar Tragegriffe. Ja, und wie gesagt, ich fand die Variante jetzt nicht schlecht. Das ist ein Öfchen, was man fertig bei eBay bekommt, ist eigentlich als Holzofen gedacht. Ich fand den jetzt so als Alternative gar nicht so übel. Der hat den Charme, dass man, wie gesagt, den sehr schön zusammenfalten kann. Hier habe ich mir noch eine Klammer gebastelt, weil eigentlich ist hier ein Gitter drin. Das ist das Gitter, wo man eigentlich hier von vorne den Ofen beschickt mit Holz. Hier drunter ist ein Auffangblech für die Asche, was man hier seitlich entsprechend einschieben kann. So, und damit das Ascheblech hier unten nicht hin und her schwabbeln kann, habe ich das entsprechend, wie gesagt, mit diesem Schräubchen da gesichert. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo das denn reinkommt. Ach, hier ist der Schlitz, genau. So kommt das hier rein an dieser Scharnierseite. Ist ein bisschen tricky, weil hier unten sind nämlich umgebogene Laschen im rechten Winkel und das Ganze, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so
erkennen kann, hier gehen die lang und auf der anderen Seite auch. So, und darauf muss man dann das Blech hier entsprechend einschieben, so es denn hier auf der anderen Seite wieder rauskommt. Hier kommt es dann raus. Und ihr seht schon, ne, das fliegt dann hier hin und her. Ist also ständig eigentlich dem Wohlwollen ausgesetzt, dass es eben nicht rausrutscht. Das fand ich also ein bisschen sehr schlecht gelöst. Und darum habe ich mir hier eine kleine Sicherung ausgedacht mit dieser Schraube. So, die habe ich jetzt da reingemacht. Übrigens war das sehr doof gemacht. Das ganze Ding war mit diesen blauen Plastikfolie hier überzogen. Und die abzukriegen war so auch eine helle Freude. So, also ich hoffe, man sieht das jetzt hier. Hier ist jetzt meine Sicherungsschraube. Ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen sehen. Und ihr seht schon, ist das Blech hier gegen rausrutschen gesichert. Eigentlich müsste man hier auch noch ein Schräubchen an der Ecke machen, die nur so entsprechend einfach hier durchgesteckt wird. Ja, das ist wie gesagt diese Variante. Dann haben wir hier die zwei Aluschienen, die ich mir hier, wie gesagt, aus dem Aluprofil selber gebastelt habe und abgeschnitten habe, so circa 140 mm lang. Ihr seht ja, das ist hier ein bisschen instabil. Deswegen habe ich mir die gebaut, damit das hier schön genau in diesen Scharnieren bzw. hier in den Seiten hier reinpasst. Die Rille hier, die hier ist, hat ungefähr die Dicke hier von dem Scharnier, damit das hier sich über eine entsprechende Dreipunktfixierung dann selbst entsprechend stabilisiert. Ihr seht, jetzt ist das Ganze hier relativ stabil, da wackelt jetzt nichts mehr und das ist dann hervorragend. Ja, was noch hier hinzukommt, das ist die Sache mit dem entsprechenden Schublade hier, die kann man aufmachen, weil der ganze Ofen ist ja eigentlich für die Befeuerung per Holz gedacht. Dazu war es eigentlich ursprünglich so, die Idee von diesem Ofen hier, ich nehme jetzt mal hier die Brennpaste raus und mein Fixierkreuz, da kommen wir gleich noch zu, weil wie gesagt, eigentlich ist es so gedacht, dass hier dieses Gitterrost entsprechend unten ist und man dann hier die Holzstückchen entsprechend hineinschiebt und dann anzündet. Ja, wie gesagt, hier unten drunter befindet sich ja dann das Ascheblech und so ist man dann in der Lage, das Ganze dann auch mit Holz zu befeuern. Ja, wie gesagt, ich habe mir hier so ein Fixierungs-Alu-Blechchen gebaut, damit ich, weil ich dieses Gitterrost zum Befeuern von unten mit Holz so nicht benötige. Wie gesagt, ich habe mir dann hier entsprechend ein Alu-Kreuzchen gebastelt zur Fixierung des entsprechenden Töpfchens hier von der Brennpaste. Also wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier circa 180 mm lang, damit man das Ganze dann hier in die Diagonale von dem Öfchen hineinlegen kann und dann hier die Brennpaste entsprechend fixieren kann.
Ja, dieses Kreuz ist ein bisschen speziell entsprechend gemacht. Wie gesagt, hier sind alles M4-Schrauben dran. Ich glaube, die hier, die sind 30 mm lang. Die hier sind so 10, 12 mm lang. Hier in der Mitte dann entsprechend auch die Fixierung, damit das Ganze in der Mitte entsprechend schon mal justiert ist. Ja, und so sieht das dann aus, wenn das Töpfchen hier drauf ist. Wie gesagt, hier unten drunter ist ja dann ein bisschen Luft, damit man dann entsprechend das Töpfchen hier auch richtig fixieren kann. Die vier Schrauben ringsrum. Ich habe ein bisschen Luft hier gelassen an den Seiten, wie ihr seht. Da ist also ein paar Millimeter Luft. Das muss ja nicht so ganz so genau. Man könnte die Schrauben auch ein bisschen umbiegen. Dann ist es auf Spannung. Die lassen sich also durchaus auch biegen. Ja, das ist dann hier quasi unten dann alles bündig. Hier habe ich das dann mal so gemacht, dass ich es hier ein bisschen gekröpft habe, damit das dann hier beide Ebenen von der Ebene zu der Ebene auch bündig ist. Ja, wie gesagt, das Ganze steckt man dann hier rein, damit das Kreuz hier entsprechend fixiert ist und damit dieses Töpfchen hier nicht hier hin und her rutschen kann, weil ihr wisst ja, auf dem Campingboden oder beziehungsweise dort, wo das Zelt steht, das steht ja immer nicht alles ganz in der Waage und von daher hat man dann die Möglichkeit, dass es eben hier zumindest innen nicht mehr so hin und her rutschen kann, dass es hier zumindest in diesem quadratischen Öfchen zentriert ist und hier rechts und links der Abstand nach oben und unten, also zu allen vier Seiten, relativ gleich bleibt. Denn die Gefahr besteht ja, dass eben sonst das Töpfchen in eine Ecke rutscht und dann würde das Blech hier sehr heiß werden. Und wenn man das so mittig fixiert, ist eben schon der Vorteil, dass hier außen die Wände von außen eben schon mal nicht per se so warm werden. Ja, das wäre jetzt dieses eckige Öfchen. Dann hat man noch die Möglichkeit, dieses Gitter hier, das ist dabei bei diesem Ofen, bedingt jetzt durch die beiden Aluprofile, die ich mir jetzt hier zur Fixierung an der Seite gemacht habe, passt dieses Gitterrost, was gedacht ist, dass man da was zum Kochen draufstellen kann, ist es hier ein bisschen enger, beziehungsweise rutscht jetzt hier dieses Gitter nicht hin und her. Das ist jetzt richtig ein bisschen auf Spannung, was so nicht der Fall wäre, wenn ich diese beiden Aluschienen jetzt nicht hätte. Ich will es mal eben demonstrieren. Ich mache mal hier meine Schienen ab. Und ihr seht schon, das Ganze hier hat in keiner Weise irgendwie eine vernünftige Fixierung. Egal. Ja, so geht es vielleicht noch. So hat man ein bisschen hier durch diese außen etwas überstehenden Scharnierstifte. Aber ansonsten ist das Ganze eine total labbrige Sache. Also wie gesagt, wenn man denn hier dieses Aluprofil, wie gesagt, ich kann das gerne, wenn ihr das wissen möchtet, die Maße dann euch reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr das gerne so wollt. Also wie gesagt, ich bin mit der Lösung, das wäre mein zweitbester Favorit gewesen, weil wie gesagt, es ist recht kompakt. Wenn man es falten, da man es falten kann und die Höhe bleibt einem natürlich erhalten,
Das Dingen ist rund knapp 220 Millimeter, also 22 Zentimeter hoch. Und wie gesagt, die Kantenlänge 140 Millimeter, also 14 Zentimeter. Und von daher eigentlich nicht schlecht, was die Kompaktheit beim Transport anbelangt. Ja, zu den Gewichten komme ich nachher noch. Ich werde alle drei Varianten, die ich gebaut habe, natürlich auch noch wiegen und euch zeigen am Schluss. Okay, dann würde ich sagen, tun wir das jetzt erstmal auf Seite und kommen zu meinem Favoriten. Wie gesagt, das hier ist mein ganz persönlicher Favorit, eben mit dem zusammenfaltbaren Aluminium-Windschutzblech, was man sich relativ einfach zusammenbiegen kann, beziehungsweise passend biegen kann aus dem Windschutz. Ich glaube, die Dinger kosten so um die 10 Euro, sind so roundabout insgesamt eigentlich um die 80 Zentimeter, glaube ich, lang. Man braucht halt aber nur für den Umfang so roundabout 300 Millimeter, 30 Zentimeter im Umfang, wenn man hier einen 100er Durchmesser zugrunde legt. Und wir schauen uns das jetzt mal aus der Nähe an, diesen Windschutz, beziehungsweise fangen wir hier mal mit dem entsprechenden, das ist ja ein Lüftungsgitter aus Edelstahl, was ich hier verbaut habe, beziehungsweise verwendet habe. Ja, jetzt muss auch die Katze hier mal durchlaufen. Also wie gesagt, das ist 100 Millimeter dieser Anschlussstutzen. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen. Also 100 Millimeter im Durchmesser. Der Außendurchmesser hier ist dann ungefähr 130 Millimeter. Hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ich habe jetzt allerdings aus der Testerfahrung mit dem ersten Ofen, den ich gebaut habe, die Schlitze hier entsprechend steiler gestellt, weil ich festgestellt habe, wenn man sie so benutzt, wie sie kommen, stehen die flacher, dann stehen die in etwa so und dadurch entsteht ein größerer Hitzestau in dem Rohr, was dazu führt, dass in dem Rohr das Ganze sehr heiß wird. Dabei fiel mir dann auf, dass hier die Gitter schon sehr geglüht haben und das ist ein Zeichen, dass eigentlich in dem Rohr eine viel zu hohe Temperatur ist. Darum habe ich es für diesen Ofen hier, der in etwa die gleiche Höhe hat, die Gitter entsprechend mit einer Flachzange entsprechend anders gestellt. Ihr seht, das ist jetzt hier bedeutend steiler, fast 45 Grad kann man sagen. Ich kann euch schon verraten, ich habe es getestet mit diesem Ofen und der Brennpaste. Das ging sehr gut. Ich fand die Wärmeausbeute im völlig guten Rahmen. Wie sich das natürlich dann in einem Zelt darstellt, das muss man dann sehen. Ja, das ist also dieses Lüftungsgitter aus Edelstahl. 80er, ein Stück davon kostet gerade aktuell bei eBay 8,50 Euro. Ich glaube, da kommt noch Versand dazu. Ein 100er wie dieses hier. Es wird, wie gesagt, hier immer nach dem Anschlussstutzen berechnet. Kostet dann, ich habe gerade noch geguckt, 9,51 Euro. Wie gesagt, ich glaube, da kommen dann noch die Versandkosten hinzu. Also dieses von dem Teil braucht man dann halt zwei. Eins für hier oben und eins für unten. So, dann kommen wir zu dem
zu dem entsprechenden Windschutz, den ich entsprechend umgebogen habe. Und ja, jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich es hier hochgeschoben bekomme. Ich habe es ein bisschen strammer eingestellt. Man kann ja hier über die Schraube das festziehen oder locker machen. Das bleibt einem ja selbst überlassen. Weil ich wollte es so haben, dass es eben gerade so ein bisschen spannt, wenn man es runterschiebt. Wie ich es dann letztendlich in der Praxis machen werde, muss ich mal sehen. So, wie gesagt, das ist dieses Windschutzblech. So sieht das aus hier. Das sind dann vier Elemente, die, glaube ich, so im Original, in der Originallänge so um die 83, 85 Millimeter lang sind. Jetzt sind sie natürlich schon entsprechend passend dem Radius auf die 100 Millimeter gebogen. Ja, man kann natürlich zum Transport kann man sich die so falten. Leider kann man sie so nicht weiter falten. Oder aber man macht es anders und zieht dann hier den Stutzen raus. Weil, wie gesagt, anders lässt sich das jetzt nicht falten. Ne? Man kann es auch nicht so umkehren. Es lässt sich nur, wie gesagt, so machen. Ich habe dann dazu hier mir diesen entsprechenden Stift, der hier als Scharnier dient. Den gibt es hier mit einem entsprechenden Bügel. Das ist so ein kleiner Feststellbügel, der gedacht ist, bei dem Original-Windschutz die Enden miteinander so ein bisschen zu verbinden. Also den kann man hier rausziehen. Ich habe mir den zum Rausziehen mit diesem umgebogenen Ende gemacht und dann kann man die beiden Stücke entweder so aufeinander transportieren oder aber vielleicht, wer es denn will, kann sie auch so ineinander legen, dann so zusammenfalten. Ich glaube, das ist noch die beste Lösung, die kompakteste Lösung. Ist halt nur ein bisschen, man muss es dann wieder entsprechend, bevor man es einsetzen kann, natürlich dann vor Gebrauch wieder einfädeln hier das Scharnier. Das ist natürlich dann immer ein bisschen tricky. Aber ich denke mal, um das Ganze möglichst ziemlich kompakt zu gestalten, ist das, finde ich, eine super Lösung für meinen Geschmack. Wie gesagt, muss halt jeder selber wissen. Ja, das ist, wie gesagt, diese vier Stück Elemente von dem Windschutz, die ich mir passend gebogen habe. Und ja, jetzt kommen wir noch hier zu diesem unteren Teil von dem Lüftungsgitter. Also wie gesagt, das ist das Pendant dazu. Hier habe ich jetzt allerdings, das ist hier noch ein Siebgitter da drin, weil wie gesagt, im Test ist das schon verbrannt und dann habe ich das rausgemacht. Hier ist es noch drin. Hier besteht ja auch unten nicht die Gefahr, dass es so heiß wird. Von daher stört es nicht, wenn es da drin ist. Ja, wie gesagt, diese beiden, ich habe vier Enden hier entsprechend dann umgebogen. Wie ihr seht hier, die sind so ein bisschen entsprechend umgeformt. Die habe ich so weit umgebogen, dass diese Brennpaste von 80 mm Roundabout Durchmesser hier genau hineinpasst. Ja, damit die eben hier auch ein bisschen fixiert ist. Hat den Charme, dass man hier dann auch von den Gittern die benötigte Frischluftzufuhr hat automatisch, weil hier am Rand dann so knapp 1 Zentimeter Luftschlitz bleibt. Und ihr wisst ja, jede Flamme braucht Luft zum Brennen und von daher ist das dann recht ideal. Ja, zu dem besseren Standfestigkeit hier von diesem Teil, wie gesagt, habe ich mir hier auch ein Aluprofilkreuz gebastelt.
Das ist so roundabout 1,5 mm breit und ich glaube so 2 mm dick. Wie gesagt, wer es wissen möchte, dem kann ich das auch gerne dann noch in den Kommentaren als Antwort reinschreiben. Ja, hier habe ich dann M4-Schrauben verwendet. So auch, muss mal gerade gucken, ja, so 20, 18 oder 20 mm lang, um hier die Füße zu realisieren, weil hier habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht und hier unten das gekröpft, weil wenn man das auf einem wirklich ebenen Platte stellt, würde das wackeln. Und so habe ich eben die Möglichkeit, über diese Füßchen die Differenz dann entsprechend auszugleichen. Ihr seht schon, dieselbe Schraube ist hier an der Stelle nicht so tief drin in diesem Flachmaterial. Hier ist sie eben etwas tiefer drin, weil dieses Blech auch entsprechend unten ist. Ja, hier habe ich allerdings dann nicht wie bei meinem ersten Variante die mittlere Schraube hier durchgebohrt, sodass hier innen dann ein Loch ist und mit einer Schraube fixiert. Hier habe ich mir die Mühe gemacht, weil das ist auch hier mit dieser Lamelle immer ein bisschen labil. Die ist nicht vollwertig hier. Ihr seht ja, die sind hier eingestanzt und dann ist das Ganze auch nicht so entsprechend mit dem restlichen Material fest, also ein bisschen labiler. Und hier außen sieht man, hier ist mehr Fleisch, wie wir immer so Material heißt es eigentlich, und von daher auch wesentlich stabiler. Ich habe also hier ein paar kürzere Schrauben genommen, M4, und habe das dann eben hier durchgebohrt und hier mit dem Blech entsprechend mit dem Flachmaterial dieser Aluprofilschiene dann verbunden. Ist ein bisschen mehr Arbeit. Ich habe sogar hier noch entsprechend gekröpft bzw. das gesenkt bzw. reingehauen, dass hier eine Senkung entsteht. Man hält dazu darunter eine etwas größere Mutter, dann kann man das mit einem Durchschlag, der so groß ist wie der Kopf, schön leicht, weil das ist hier Weißblech, also das ist relativ, lässt sich relativ gut biegen oder verformen oder eben ein bisschen tief ziehen, wenn man das so sagen will. Ja, also wie gesagt, das sind die. Dieses Alukreuz, das habe ich jetzt hier in dem Fall 220 mm lang gemacht, in dem Hinblick, wenn ich das dann das Ganze in eine Tasche stecke, dass das eben entsprechend nicht höher oder nicht länger ist. Ich meine, wenn man es dann so in ein Täschchen zusammentut, ich will mal gerade gucken, ich habe mir mal hier so ein paar Säckchen kommen lassen über eBay. Die sind 200 mal 300. Da kann man das dann schön reintun. Wie gesagt, da muss ich noch ausprobieren. Das habe ich jetzt, ist jetzt gerade hier Premiere. Noch dieses Lüftungsgitterchen. Hier den entsprechenden Ring und schon hat man das Ganze hier fertig. In einem Beutelchen kann das praktisch transportieren. Was ich eben bei der ersten Variante mit dem ersten Ofen überhaupt nicht gut finde. Ja, wie ihr seht, ne, das ist die erste Variante, die also der von dem Nova Teil, was so in dem Nova Naturshop unter Hochsitzheizung Nova für roundabout 180 Euro zu haben ist. Ja, finde ich das viel zu sperrig. Gut, das Original ist 200 lang. Meins ist jetzt 200. Muss noch mal gerade nachgucken. 250, 245 mm, aber okay. Das tut ja der Sache auch keinen Abbruch. Wie gesagt, ich finde das ein bisschen Käse, weil das Rohr lässt sich ja nun mal nicht
zusammendrücken und falten. Und von daher muss man das dann quasi in ein Säckchen tun oder irgendwie transportieren. Gut, die drei Rändelschrauben, die ich mir jetzt hier gemacht habe, gut, wer es mag, kann sie ja weglassen. So, dann hat man das hier schon entsprechend sperriger. Und da muss ja auch noch, müsste jetzt auch noch das Töpfchen rein und der Deckel rein. Von daher seht ihr schon den Unterschied zu dem, was ich gebaut habe. Gut, das habe ich natürlich auch gebaut, aber das kommt ja dem Nova ziemlich nah. Gut, was man jetzt noch machen kann, ist, man kann hier den Stutzen, den kann man natürlich noch abmachen. Den habe ich ja nur für den Kamineffekt verlängert, um die Heizleistung ein bisschen zu steigern. Okay, das ließe sich ja noch machen. Okay, aber das muss jeder selber für sich entscheiden, wie er das am besten macht oder was er toll findet. Jeder ist ja da so ein bisschen anders gestrickt und ich denke mal nur, viele möchten es natürlich einfach haben und auch gut transportierbar. Also wie gesagt, ich finde die Lösung hier noch am allerbesten. Ihr seht, das passt hier in so ein Beutelchen rein von 200 mal 300 mm ist das Säckchen lang. Kriegt man bei eBay zu kaufen und drei Stück habe ich mir jetzt bestellt. Eins für diesen hier. Passt aber nicht ganz rein. Gut, wenn ich das obere Teil abmache, passt es rein. Aber das hier finde ich noch wirklich mit am komfortabelsten. Was ich da als dritte Variante zum Schluss gebaut habe. Und wie gesagt, es lässt sich ja auch noch ein bisschen weiter kompakter reduzieren. Von daher finde ich das jetzt eigentlich hier am optimalsten. Okay, jetzt habt ihr erstmal eine Vorstellung von dem, wie ich hier alle drei verschiedenen Modelle gebaut habe. Und im zweiten Teil werde ich euch dann mal zeigen, wie die Dinger brennen. Leider habe ich jetzt nicht große Lust, ein Zelt aufzubauen. Ich werde sie nur also mal in Betrieb nehmen. Ich werde auch kein Thermometer nehmen, weil... aber das machen wir im zweiten Teil. So, okay. Also, bis zum zweiten Teil. Brenntest der Öfen.